So, Freunde, Chris Portage immer an den ungewöhnlichsten Orten. Und also wenn das hier nicht ein ungewöhnlicher Ort ist, dann weiß ich nicht. Ich bin hier in Potsdam. Besser gesagt in Babelsberg. Und ich stehe hier in einer Kulisse. Also da kriege ich ja nur schon vom Hingucken kriege ich ja schon Angst. Denn ich stehe hier mitten im Vulkan. Und der Vulkan ist die Heimat der Stuntshow vom Filmpark Babelsberg. Und neben mir ist der Martin. Hallo Martin. Hi Chris. Martin, du bist der Chef hier von der Stuntshow. Das heißt, du hast hier das Sagen, du organisierst alles und du lässt dir auch den ganzen Quatsch hier alles einfallen. Genau so. Martin, der Hubschrauber, der war mal in der Luft gewesen? Ja, das ist ein echter Hubschrauber. Also die Reste von einem echten Hubschrauber. Also da sind kein Motor und keine Knarren mehr dran? Nee, nichts mehr, was irgendwie benutzt werden könnte. Aber die Hülle des Hubschraubers, die steht hier und wird natürlich gut in Szene gesetzt. Aber ich sag mal so, Filmpark Babelsberg ist ja schön hier alles, ne? Aber hat es für den richtigen Film nicht gereicht, oder? Doch, eigentlich schon. Ja, wieso? Kommen hier Leute her und drehen hier? Oder? Wenn wir nicht gerade hier sind, dann sind wir natürlich am Set, dann drehen wir. Und gerade hier Babelsberg hat natürlich den großen Vorteil, dass hier viel international gedreht wird. Und dass dann zum Beispiel auch Leute der Stuntcrew Babelsberg in Filmen wie Inglourious Basterds, Monuments Men, The Avengers oder so zu sehen sind. Ach Quatsch, ihr wart bei Inglourious Basterds und Avengers? Na klar. Ehrlich? Das ist ja krass. Ich meine, gut. Nicht, dass ich das nicht auch hinkriegen würde, oder? Das kann ja nicht so schwer sein. So ein bisschen hier rumspringen und rumfahren. Was sagst du, wir können es gerne ausprobieren. Also ich sag mal, gut, ich will ja nun nicht komplett mich hier hinstellen und sagen, ich kann alles. Ne? So Höhe wäre jetzt nicht mein Ding, weil ich wirklich, also alles, was so höher als 3 Meter ist, da sage ich dann, okay, nee, das ist in Ordnung. Aber hier mal so ein bisschen rumfahren und mal sich so eine Kutte umlegen und da brennen, das kann ja nicht. Das kann ja nicht schwer sein. Gucken wir uns gleich an. Probieren wir es einfach aus. Wie? Ja. Was probieren wir aus? Na, ich zünd dir jetzt den Arm an. Kiffst du Blei oder was? Ich lass mich doch jetzt hier nicht anzünden von euch. Wenn du so eine große Klappe hast, dann musst du ja jetzt auch liefern. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht einfach ein Feuerzeug nehmen und mir jetzt hier... Könnte ich schon. Wäre für uns beide jetzt nicht so vorteilhaft. Nein, natürlich haben wir Schutzkleidung dafür, ne? Schutzausrüstung, die wirst du jetzt anlegen und dann haben wir eine spezielle Brandpaste, die wir dann auftragen und die werde ich dann anzünden. Natürlich alles unter Sicherheitsvorkehrungen, die dann das Löschen vereinfachen und dafür sorgen, dass du dich nicht verbrennst. Die das Löschen vereinfachen? Also ich finde, im Zusammenhang mit ich zünd deinen Arm an und die das Löschen dann vereinfachen, na gut. Darf der Martin nicht mitkriegen, ne? Aber ich hab schon ein bisschen Schiss jetzt. Wenn auf einer Flasche oder auf dem Eimer drauf steht Danger, dann ist das meistens nie gut. Guck dir das an. Danger. Feuer. Aber was willst du machen? Weißt du, was der gerade holt? Der holt gerade einen Feuerlöscher. Übrigens, Freunde, ich wollte es nur mal gesagt haben, ja, guckt eure Feuerlöscher an, die kommen meistens alle aus Neuropin. So, jetzt einfach das Ding rüberziehen, ja? Das Ding rüberziehen über den Kopf, dann gibt es da so ein Guckloch, wo dann die Augen rausschauen, Nase, Augenbrauen, Bart sind im besten Fall gut verschlossen. Kenn ich aus meiner damaligen Vergangenheit. Da hat man sowas öfters mal aufgehabt. Warte, ich ziehe das mal noch ein bisschen runter hier. So, wunderbar. So machen wir das. Achso, Brille kann ich die auflassen? Nee, wa? Besser nicht. Brille kannst du eigentlich auflassen. Ja? Ja, ja. Weil ansonsten sehe ich ja nicht, wie ich verbrenne. Das ist schlecht. Sieht spitze aus. Achso. So, pass auf, jetzt hast du hier deinen Hut draufgelegt. Das brauchen wir allerdings auch noch. So, ich fühle mich jetzt schon mal richtig sexy, wie so ein Stuntman. Kriegt man eigentlich als Stuntman die Weiber ab? Hier so die, wenn du sagst so in der Bar, ich bin Stuntman, dass die dann sagen so, ey. Kein Kommentar. Ja, ja. Welcher Arm ist dir lieber? Welchen brauchst du nicht so häufig? Ich nehme den linken. Alles klar. Mit rechts. So, das ist jetzt hier eine Manschette, ne? Die ist vorbereitet. Das ist ein feuerfestes Material. Ne? Darauf habe ich Molton befestigt. Auf diesem Molton, hier siehst du es schon, wird dann eine Brandpaste aufgetragen und diese Brandpaste brennt dann. Das Gute bei diesen Manschetten ist, dass du
hier Temperaturen von bis zu 1000 Grad für fast 90 Sekunden abhalten kannst. Wir werden da nicht drauf kommen, ja? Wir brennen. Ich wollte gerade sagen. Also aber Safety first, wie du schon gesagt hast, deswegen sorgen wir natürlich dafür, dass hier möglichst ja, nichts passieren kann. Ich hoffe, du machst es ja nicht zum ersten Mal, ne? Martin, sowas, du hast ja da Erfahrung drin, ne? Ich habe schon mal gesehen, wie Kollegen das gemacht haben. Nein, natürlich. Ich habe dir ja vorhin gesagt, dass meine Spezialitäten so Feuer und Autos sind. Und deswegen bin ich natürlich der richtige Mann für dich heute. Ja, sehr gut. Wenn du schaust, das ist hier so eine Brandpaste, ne? Mit dieser Brandpaste. Sieht ein bisschen aus wie mein Morgenschiss. So nach einer richtig hart durchzechten Nacht. Dann sollst du dringend mal zum Arzt. Eieieiei. Freunde. So, genau, das schön brennt, deswegen nehmen wir noch ein bisschen. Ja. Das macht dir auch ein bisschen Spaß gerade, Martin, ne? Ach du, nach deinen Sprüchen vorhin finde ich es eigentlich schon ziemlich gut jetzt. Freunde, ich lasse mich jetzt zum ersten Mal in mein Leben in Brand stecken. Also ich bin ja sonst meistens Feuer und Flamme und ein heißer Typ, aber so gebrannt habe ich noch lange nicht. Ja, auch selbst wenn ich mal Chili gegessen habe. Bist du bereit? Weiß ich nicht. Brenn ich schon? Jetzt brennt's. Ich brenn? Jo. Du brennst. Und, wie fühlt es sich so an? Bis jetzt ist eigentlich alles easy. Hey, kannst ruhig mal hingucken jetzt. Also, Till von Rammstein, ja? Kann ich auch. Falls du mal irgendwie Hilfe brauchst, ich mach das. So. Was ist eigentlich ganz schmausig, bloß dass der Arm langsam schwer ist. Ist ganz schön schwer, das Ding, ne? Na ja, klar, ist ein bisschen Material. So, ich werde sie jetzt abziehen, ja? Zieh mal ab. Tata, herzlichen Glückwunsch. Ja, kein Problem. Ich habe auch keine Angst gehabt. Hat sich vorher anders angehört. Ich weiß nicht, was du meinst. Hast du noch was? Jetzt bin ich ein bisschen angefixt. Naja, jetzt hast du ja gesagt, ist Pillepalle hier mit dem Auto ein bisschen rumzufahren. Deswegen werde ich dich jetzt auf ein Autodach schnallen und dann mal ein bisschen Auto rumfahren. Ich habe mir gedacht, ich setze mich in so ein Auto rein und du fährst mit mir eine Runde. Na, ich setze mich schön ins Auto rein und fahre eine Runde, aber du kannst dir das mal von oben angucken. Du willst mir jetzt auf dem Autodach schnallen? Genau. Gut, dann hole ich mal das Auto. Bis gleich. Ist doch schon wieder. Dieser Schultergurt ist das erste, was du bitte anziehst. Ja, aber ich wollte mal kurz mal was fragen. Hat das Ding eigentlich noch TÜV? Was ist das? Wie schnell fährst du eigentlich? Kommt jetzt ein bisschen drauf an, auch auf dich, was du aushältst. Nicht viel. Wir fahren da hinten hoch, fahren da oben lang, kommen dann hier runter, fahren dann hier an der Leitplanke, machen noch eine Runde, beziehungsweise in der dritten Runde fahre ich dann nochmal hier innen vorbei, dass du mal so einen kleinen Schlenker mit hast. Okay, gut, ich leg mal mein Mikrofon ab. Super. Das ist super. Sorry, der Kollege lässt sich. Der wollte gerade einsteigen, dass der Griff abgegangen. Was siehst du? Ich krieg ein Kind hier, ey. So, Freunde. War schön mit euch. So bereit? Ja. Freunde, also das ist jetzt nicht meine Standard-Fortbewegung hier, ne? Da musst du aber auch schon echt Kraft in der Arme haben, in der Beine, weil du musst dich ja hinten mit den Beinen festhalten. Und wie schnell sind wir jetzt gefahren? 60? 30 waren es jetzt, Maximum. 30, wie schnell fahrt ihr sonst?
Na, so 50 mit Ungeübten und ansonsten fahren wir auch gerne mal schneller. 50 mit Ungeübten. So, ich würde sagen, reicht erstmal. Ich will dir auch nicht so viel zumuten. Den Oberarm wollen wir mal lieber nicht zu viel zumuten. Ich stehe ein Glück. Ja, immer noch hier im Vulkan vom Filmpark Babelsberg. Die Stuntcrew ist hier zu Hause und macht hier ihre Stuntshows. Könnt ihr euch ruhig mal angucken, die Vulkanshow. Ich bin ja gerade mit dem Auto oder auf dem Autodach unterwegs gewesen. Martin ist mit mir hier einmal so durch die Runde gefahren. Gibt es die Möglichkeit, das auch außerhalb von einem Pressetermin zu machen? Oder wie kann ich sowas machen? Also gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, bietet ihr irgendwelche Sachen an, wo man das erlernen kann oder wo ihr den Leuten das mal zeigt? Ja klar, kannst du bei uns buchen. Also wir bieten Workshops an für Einzelpersonen, wir bieten Workshops an für Gruppen, Junggesellenabschiede, sowas machen wir alles. Denn sich anzünden zu lassen oder mal auf ein Autodach schnallen zu lassen oder einfach mal den besten Kumpel zu verprügeln, macht halt wahnsinnig viel Spaß. Und das machen wir uns natürlich entsprechend dann hier auch so ein bisschen zunutze und haben ein bisschen Freude dann mit den Teilnehmern. Ach geil, so ein Workshop. Das ist auch immer eine schöne Idee. Wo kann ich mich da anmelden? Wo kriege ich da die Infos her? Einfach stuntcrew-babelsberg.de mal schauen und dann anrufen. Ja, hervorragend. Also, wenn ihr selber mal Bock habt, euch in Brand setzen zu lassen oder mal auf so einem Autodach mitzufahren, dann macht das einfach mal. Ist ein Riesenspaß und wie gesagt, wenn ihr dann noch die ganzen Prügelszenen noch hinterher machen könnt, ist bestimmt auch geil. Martin, ich danke dir auf jeden Fall, dass du Zeit für mich hattest und dass du mit mir hier den ganzen Spaß mit dir gemacht hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit der neuen Show und mit den weiteren Shows und mit deinem Workshop. Herzlichen Dank, ich wünsche dir auch alles Gute. Ja, ich glaube, ich muss jetzt erstmal meine Hose tauschen. Ich glaube, ich habe mir eine gemacht. Star FM Maximum Rock.